Sie haben ein Dieselfahrzeug made in Germany gekauft, aber in einem anderen Land, wo Sie auch leben. Können Sie dort um Entschädigung klagen, wenn das Fahrzeug nachweislich mit illegaler Software ausgestattet ist? Der Europäische Gerichtshof hat nun im Sinne der Verbraucher entschieden. Das Gericht hat heute klargestellt, dass Verbraucher, die durch den VW-Abgasskandal geschädigt wurden, vor den Gerichten ihres Landes klagen können. Diese Klarstellung wäre nötig, weil VW sich immer noch um Entschädigungszahlen drückt und bisher gesagt hat, wenn ihr uns verklagen wollt, müsst ihr nach Deutschland kommen. Die österreichische Verbraucherschutzorganisation VKI hatte den Fall gegen VW vor das EuGH gebracht. Aber das Urteil wird auch über VW hinaus Folgen haben, so unser Experte. Das Urteil hat es uns ein bisschen leichter gemacht, für Verbraucher von VW Entschädigung zu verlangen. Aber nicht nur VW ist davon betroffen. Vergessen Sie nicht, dass andere Automobilhersteller genau dasselbe gemacht und ebenfalls illegale Manipulationssoftware eingebaut haben. 5 Jahre nach dem Bekanntwerden der Abgasaffäre hat VW bisher Konsumenten in den USA und in Australien entschädigt, aber nicht in Europa. Hauptsächlich, weil hier Sammelklagen national meist erst vor kurzem und europaweit noch nicht erlaubt sind. Es gibt Verbraucherschutzorganisationen zum Thema, wie etwa unsere Diesel Emissions Justice Foundation, DEJF, die Konsumenten hilft. Und dieses Urteil hat unsere Arbeit schon ein bisschen erleichtert. Die DEJF hat auch gegen Mercedes Klagen vorbereitet und arbeitet an weiteren.